Ziehe mich an dich, halte mich fest für immer und ewig. Lass mich deiner Gegenwart ständig bewusst sein. Führe du mich immer wieder zur Quelle. Lass mich dein Werkzeug sein. Lass dein Wort aus der Quelle, aus deinem Herzen in mein Herz fließen und nach deinem Willen durch mein Herz, durch zu allen Seelen, die mit mir verbunden sind, diesseits und jenseits, allen Seelen, denen du durch mich dein Wort zukommen lassen. Segne uns dein Wort, dass es uns und allen zum Heil, zur Heilung für Geist, Seele und Leib. Jetzt und alle Zeit nicht. Amen. Jesus, du sprichst durch Johannes Wittmann zum Thema Gebet, Seele. Betet, erhebt eure Seele zu mir. Betet, erhebt eure Seele zu mir. Wo weilt eure Seele? Wenn ich euch dies zeigen könnte, dann würdet ihr sagen, Vater, ist es möglich, dass unsere Seele eine so weit gedehnte Reise macht, während unser Körper an einen festen Ort gebunden ist? Ich sage euch, eure Seele ist in vielem ein rechter Weltenwanderer. Wenn ich euch sagen würde, wo eure Seele überall hinwandert, so würdet ihr sagen, für wahr, viele Sterne haben wir schon gesehen. In vielen Welten waren wir schon dem Geiste nach, wohin unser irdisches Auge noch nie reichte. Doch, meine Kinder, nicht nur in den Sternenmeeren habt ihr gesucht, auch in der Tiefe. Eure Seele, sie wandert einmal auf, einmal ab, einmal ins Licht, und einmal in die Finsternis, einmal zu mir und einmal wieder von mir, ganz nach eurem Belieben. Eure Seele zieht ihr hin zu jenem Ziel, das ihr immer lieben werdet. Sagt nicht, dass ihr nur mich als Ziel habt. Viele, viele Ziele wohnen in eurem Herzen. Und bald zieht eure Seele deshalb zu einem Lichtziel und bald wieder zu einem finsteren Ziel, bald zu einem Sternenziel, bald zu einem Höllenziel, bald zu einem Gottesziel, bald wieder zu einem irdischen Ziel. Also ihr selbst gestaltet die Bahn eurer Seele. Ihr selbst lenkt eure Seele dorthin, wo ihr euer Ziel sucht. Oh, ich sage euch, viele Ziele sind in euch und sie wechseln sich ab in eurem Leben. Bald eilt ihr jahrelang jenem Ziel nach, dann wieder für Wochen jenem Ziele, dann wieder für Stunden jenem Ziel, dann fesselt euch wieder dieses Ideal, dann jagt ihr diesem Gedanken nach, dann gebt ihr euch diesem Gedanken hin, dann jenem Menschen, dann jener Wahrheit, dann jener Sphäre, dann jenem Engel, dann jener Offenbarung, bald jenem Teil meines Wesens, bald einem anderen. Also wandert eure Seele nach eurem Belieben ins Licht und in die Finsternis, in die Sphären des Feinstofflichen, in die Sphären des Geistigen und Göttlichen. Ihr könnt nicht sagen, dass eure Seele nur immer beim Körper weilt. Denn sonst, meine Kinder,
wäre euch vieles nicht möglich. Ja, ich sage euch, jeder höhere Gedanke kommt daher, dass sich eure Seele erhoben hat in eine Lichtsphäre, und manches, was ihr nennt Arges in eurem Leben, ist es doch aus jenem Zustand, welcher geboren ist aus einer finsteren Sphäre, welche ihr aufsuchtet, aus welchen Gründen auch immer. Euer Fuß soll nicht wandern ins Finstere. Mögt ihr auch Gründe haben, noch und noch, euer Weg führe zum Ziel, zum Licht, zum unendlichen Licht meines Herzens. Wenn ihr die Seelen betrachten könntet, wenn sie von dieser Erde scheiden, dann würdet ihr sagen, was suchen denn die vielen Seelen? Wissen sie denn nicht, dass sie zum ewigen Licht ihres göttlichen Vaters, zu ihrem göttlichen Meister wandern sollen? Meine Kinder, viele Seelen sind sich dessen nicht bewusst. Warum nicht? Da ihre Ziele im Finsteren sind, im Gebundenen, in der Materie. Wenn ich euch eure Ziele offenbaren würde, welche ihr noch anstrebt, dann und wann, dann würdet ihr sagen, ja, jetzt können wir verstehen, warum unsere Seele oft himmelhoch jauchzend ist und oft zu Tode betrübt. Bald hebt sich unsere Seele in die freien Gefilde des Himmels, bald stürzt sie sich in die Tiefe der Finsternis. Wohl ist sich eure Seele dessen nicht bewusst, doch es ist allzumal so. Was bestimmt den Flug eurer Seele? Wenn ich euch sagte, dass die vielen Ziele, welche ihr vor Augen habt, den Seelenflug bestimmen, so habt ihr dadurch eine rechte Wegweisung. Wenn ich euch sagte, sorgt nicht für das sich die Weltmenschen sorgen, ich sorge für euch, so will ich euch dadurch von vielen irdischen Sorgen entbinden. Ich sei euer einziges Ziel über allen Klippen dieser Welt. Doch fragt die Menschen, um was sie sich sorgen außer mir. Deswegen heißt es, die Menschen haben mich vergessen. Ihr erstes Ziel, ihr einziges. Sie jagen Totem nach und ihre Seele ist deshalb gebunden in die Finsternis und sie wehklagen in ihrer Not. Eure Seele sei frei von irdischen Sorgen. Werft alles auf mich. Tragt mich allein in eurer Sorge und ich werde euch versorgen. Denn seht, wie gut ich kleide die Lilie auf dem Felde. Seht an, die Vögel des Himmels, sie sehen nicht, doch sie ernten, da ich ihr himmlischer Vater bin und allzeit weiß, was ihnen vonnöten ist. Seid ihr denn nicht mehr denn jene Kreatur? Seid ihr denn nicht viel mehr in eurer Berufung als Kinder Gottes? Ich sei eure einzige Sorge, und dann, meine Kinder, werdet ihr mich annehmen als euer einziges Ziel in all eurem Streben, und dann wird eure Seele nur noch zu mir ziehen, eurem urheiligen Vater. Dann werdet ihr nicht mehr klagen, dass eure Seele ist gleich einem in wildem Sturm bedrängten Schifflein. Oh nein, dann glättet sich euer Seelengrund, dann wird Friede in eurem Denken, dann erst kommt ihr ans rechte Ziel, in jenen Hafen, welcher ist mein Herz.
Wohl sagt ihr, dass ihr euch für vieles interessieren müsst, dass ihr vieles erwerben müsst, dass ihr vieles euch aneignen müsst. Oh ja, ich kenne euer Streben, und dennoch sage ich euch, ein Ziel sei euer erstes Ziel, dass ihr zu mir wandelt. Wenn ihr etwas lernt, das diesem Ziel dient, dann ist es gut und gerecht. Doch was jenem Weg zu mir nicht dient, das lasst, denn dies ist euch sonst ein Hindernis, ein Stein des Anstoßes. Was euch nicht dient auf dem Weg zum ewigen, einzigen Ziel eures Lebens, das lasst. So räumt aus euer Herz von jenen vielen Sorgen, welche euch nicht weiterbringen auf dem Weg zu mir. Räumt aus und betet. Deine Liebe, o Vater, ist die Sonne, welche mich zieht in jenes heilige, ferne Ziel deines Herzens. Dein Herz ruft mich, dein Herz lockt mich, dein Herz zieht mich an auf dem Weg der Wahrheit. O Vater, dein liebevolles Herz ist mein Lebensziel, und lass nichts in meinem Herzen sein, das nicht mit dir diesen Weg geht. Dein Herz, o Vater, lass mir allzeit vor Augen sein, denn was in mir ist, was ich liebe, dorthin zieht es mich. Wenn ich dein Herz, deine strahlende Liebe, mir immer wieder vergegenwärtige, so wird sie in mir größer, sie wird mich mit heiligen Schwingen zu dir in die Ursonne alles Zieles tragen. Nimmer will ich wandeln aus eigenem Willen, dein Wille trage mich in die Höhen deiner Himmel. Ich hatte mich einst gesorgt, doch, o Herr, nimm alle meine Sorgen an, versorge du mich. Mein Herz ist allein dein. Lass mein Herz ganz in deinem Herzen sein, denn nur dann, o Herr, bin ich im Heile. Und so lass uns, o Herr, allzeit im Heile sein, da du uns dein Herz immerwährend offenbarst, wir es vor Augen haben und es lieben als des ewigen Lebens einziges Ziel. So, meine Kinder, eilt zu mir im Gebet. Wisst, dass in meinem Herzen das Ziel eures Weges ist. Und wer es woanders sucht, der mag sagen, dass er den Himmel sucht. Doch ich sage euch, dieser Himmel ist nicht mein Himmel. Mein Himmel ist mein Herz. Und wer in meinem Herzen ist, der ist im neuen Himmel, der ewig nicht vergeht. Denn er ist in mir, ich bin sein Leben. Er ist in meinem Wesen eingewoben. So erhebt, meine Kinder, euer Herz immer wieder zu mir, bis ihr dereinst sagen könnt: Herr, aus allen Kräften haben wir dich geliebt, und du hast all unsere Kräfte angenommen in dein Herz. Alles ist in deinem Herzen eingeboren, alles ist in deinem Herzen auferstanden zu einem ewig heiligen Leben in deinem ewigen Vaterwesen. So, meine Kinder, lebt danach, denn noch ist Zeit, noch ist Gnadenzeit, in welcher euch dies leicht möglich ist.
wenn ihr nur den festen Wunsch in eurem Herzen tragt, nämlich mich, den Vater, als euer ewiges Ziel allein anstreben zu wollen. So seid denn gesegnet, meine Kinder, in der Zeit und in der Ewigkeit. Amen. Jesus, danke dir, dass du uns dein Wort immer wieder schenkst, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Durch deine vielen Werkzeuge und auch durch unser inneres Wort, durch deine Stimme in uns, unsere Gewissensstimme. Du sprichst immer allzeit, quasi Tag und Nacht ein in unser Herz. Öffne unser Herz, öffne unsere inneren Ohren der Seele, dass wir dein Wort immer deutlicher vernehmen können und aufnehmen können in unser Herz und dort im Herzen bewegen, dass es Frucht bringen mag und durch das Herz nach deinem Willen weiterleiten, weiterfließen lassen zu all unseren Brüdern und Schwestern, diesseits und jenseits, denen du durch uns dein Wort zukommen lassen musst. Wir wollen dein Werkzeug sein. Es geschehe allzeit und überall allein dein allerheiligster Wille. Jesus, wir lieben dich. Hilf uns, dass wir dich immer inniger lieben dürfen. Dich immer tiefer erkennen können in allen Menschen, die uns umgeben, diesseits und jenseits, in allem, was uns begegnet. Du bist der innerste Grund allen, von allem. Du bist das Innerste von allem, der innerste Grund, das Wesen aller Dinge. Ohne dich gibt es nichts. Deine Liebe allein ist, die alles erschaffen hat und alles am Leben hält. Deine Liebe trägt uns, deine Liebe schenkt uns den Atem. Deine Liebe schlägt in unserem Herzen. Du hältst und erhältst uns alle Zeit an jedem Ort. O Vater, lass uns dich immer mehr lieben. Entzünde immer mehr das Feuer deiner Liebe in uns. Sei du unser Ein und Alles, unser einzig Geliebter, unsere einzige Liebe, hier und alle Zeit, diesseits, jenseits, Gegenwart und alle Ewigkeit.